Hallihallo und willkommen zurück bei Black Matter. Wir stecken hier immer noch fest in, ich sag mal so, in den Beförderungsmaßnahmen von Herrn Freeman. Und Moment, ich versuche hier gerade mal ein bisschen klarzukommen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Es gab eine Sache, die wollte ich mir nochmal angucken beim nach dem Folgenbeschreiben. Hier sind wir nämlich zur Linken weggefedert quasi. Huah! Eigentlich muss ich ja verraten, ich wollte das nicht gucken. Ich habe jetzt vor der Aufnahme nochmal schnell geguckt. Aber dann auch nicht weiter. So, ich bin bis hierhin gekommen, bin dann da drüben drauf gesprungen und habe gesehen, da hinten muss ich aufs Förderband. Weiter weiß ich jetzt noch nicht. Ich wollte nur mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Und ob und wie wir da jetzt hochkommen, das weiß ich übrigens auch noch nicht. Denn das sieht nicht so aus, als könnten wir ja hoch. Oh. 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 Gut, so viel dazu zumindest. Ich bin sehr gespannt, wann es hier weitergeht mit Action. Momentan ist ja nur Schwimmen und Förderbänder. Nein! Nein! Ach du Scheiße, da will ich nicht rein. So, ich speichere mal ab und dann bin ich mal gespannt. Ach, unsere ganzen Knarren sind ja weg. Scheiße, stimmt ja. So ein Kack. Na gut. So, einmal kurz aufladen. Und dann geht's weiter. In den nächsten Abschnitt. Ich weiß, ich speichere wieder zu oft. Das müssen wir abgewöhnen. In den nächsten Abschnitt, der sicherlich wieder nur Freude bereithält. Wie zum Beispiel ein weiteres Förderband. Och nö, och nö, och nö. Und hier laut auf diesen Grabbelviechern. Ach Mann. So, da geht's hoch. Da geht's rein. Das wird doch wohl der Freeman sein. So, ich hoffe, wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen weiter und hängen nicht irgendwie fest an irgendwelchen komischen Rätseln. Davon hat man weiß Gott genug jetzt mit dem Schwimmen, mit dem Suchen, mit dem Pipapo, mit den Förderbändern und so weiter und so fort. So langsam könnte es ja jetzt auch storytechnisch mal wieder weitergehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit quasi nur irgendwie Wegfindung betrieben. Das heißt, jetzt können wir mal gucken, dass es wieder ein bisschen weitergeht, gleich nach dem Ladebildschirm. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich eine neue Aufnahme anfange, stolpere ich sofort in einen Ladebildschirm übrigens. Ich glaube, die sind so platziert. So, jetzt machen wir fertig. Mach hinne! Ja, ja, ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich mit dem Let's Play angefangen habe. Die Hälfte des Let's Plays besteht eh aus Ladebildschirmen. Na, hier sieht es ja vertrauenserweckend aus. Und was ich besonders schön finde, ist... Oh, ach, die leben ja noch! Ich dachte, die wären tot. Die sahen so tot aus. Die Kästen offen hier überall Strom. Wieso machen die da Nickerchen? Ja, natürlich. Okay. Da kommen wir her, wenn mich nicht alles täuscht. Und, offenbar. Ich muss mal eben das Skype-Interface ausmachen. Moment, ich, hier, guck mal, alle away. Aha, aha, aha. Sonst blendet da immer was ein. Wo kann ich das mal machen? So, hier ist gerade vielleicht ausgeschwärzt, vielleicht auch nicht. Ich gehe mal auf Offline bei Skype. Bei Steam, Entschuldigung. Weil sonst sieht man ja die ganze Zeit, wer sich da einloggt und ausloggt. Ist mal ein bisschen blöd. Für die Sendung muss ich online gehen. Für den Freitags-Livestream und dann muss ich mal für die Aufnahmen wieder offline gehen. Das ist ein bisschen ätzend. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie wir hier weiterkommen. Mal wieder. Okay. Kommen wir da hinten irgendwo hin?
Okay, das hat ja super geklappt. Alter. Ja, Schnauze, ich guck doch hier nur. Da ist ein Sicherungskasten, hä? So, da kommen wir momentan nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Mir fehlen so ein bisschen die Hinweise. Da hinten ist ein Brett im Schalter. Können wir das vielleicht wegballern? Na also. Ach, da hat er noch in den letzten Minuten vor seinem Tod hat er hier offenbar noch versucht, sich zu retten, aber naja. So. Hallo? Fragwürdige Ethik. Ein neuer Abschnitt beginnt. Was ist das denn? Würde ich mich auch ärgern, wenn mir eine Kralle aus der Brust wächst, ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Ein Kaffeebecher, das ist natürlich sehr gut. Mülleimer ist nichts drin. Ein schönes Buch zur Unterhaltung kann man vielleicht dem Fregel da draußen geben. Ansonsten alles ruhig bisher. Und es scheint jetzt tatsächlich auch mal mit der Story weiterzugehen. So, wir haben einen Lounge-Button. Einen Fire-Button. Na, klappt ja super. Hat viel gebracht. Dann drücken wir mal den Lounge-Button. Was? Was launcht denn da? Facehugger? Also Headcrabs, also Fleischmützen? Kommen wir da rein und mal gucken? Offenbar nicht. Okay, wo müssen wir lang? Wo geht's weiter? Da unten geht's noch lang. Mist. Okay, wo kommen wir? Micro, nach rechts. Xenoflora, Minor Xenos, EHT, Optronic und Necropsy. Die Leichenhalle. Ah ja, ich glaube, wir sind genau da gelandet. Ah, super. Ach was. Ach, und die kämpfen gegeneinander. Guck dir das mal an. Aha, aha, aha. Okay, hier haben wir ein Axon. Da haben wir Axosomatic Synapse. Axodenotrisynapse. Axosalzen. Appearst du eine... aha, ja, hier. Ja, ja, wissenschaftlich. Das ist natürlich sehr gut. Natürlich rotzt uns das Viech wieder voll mit seiner grünen Suppe. Und wir haben ein weiteres Betäubungsgewehr, wie es aussieht. Und irgendwo treibt sich hier wieder ein Zombie rum. Da muss doch... Auch so ein scheiß Leben als Headbanger, ne? Wenn du hauptberuflich Headbanger bist. Irgendwie öde. Auch nicht so wirklich erfüllend. Der ist tot, aber hier ist doch bestimmt... Nicht? Komm, ein Zombie muss ja hier irgendwo rumlaufen. Boah, Alter, beim Pissen erschossen. Scheiß Leben.
Also jetzt nicht mehr, aber vorher. Hast du gerade den Krebs besiegt? Erschießt sich jemand beim Pissen? Aufzeichnung verloren. Ende. Frauenklo abgeschlossen. Das ist natürlich sexistisch. Und da hinten wartet jemand auf uns. Do not record over. Okay. Ach, die Bibel wird uns bestimmt helfen in diesen schweren Zeiten. Ich werde sie wie ein Schild vor mir tragen. Hier, scheiß auf deine Bibel. Hey, hey, huh. Buddy. Hey. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Ja, dann komm mal mit. I got your back. Okay, super. Erstmal gucke ich hier drin, was der Gute hier noch alles verschanzt hat. Dr. R. McLean. Ein Bild vom Angeln. Hier wieder der lustige Becher. Huch, ist aus wie kaputt gegangen. Hat sie gerade geklopft? Dr. Wells. Dr. Dahlgren. Geil, mit so einer Beatbox. Huch. Sorry. Entschuldigung, fang mal. So, geil, dass der Monitor immer noch läuft. Das ist irgendwie so Funkmonitore. Die kriegen das Signal offenbar vom PC über Funk. You ready to get going, sir? No, not yet. So, hier scheint aber sonst nichts zu sein. Keine Muni, kein gar nichts, keine Heilung. Und ich habe das Gefühl, das eingesperrte Viech, was wir gesehen haben, das werden wir später bestimmt nochmal sehen. Hier nochmal eine Bibel. Hier, Bibel? Hm? Bibel? Oh, pardon me, Doc. Haben Sie heute schon über Jesus geredet? Huch. Die Bibel ist weg. Ein Wunder ist geschehen, die Bibel ist weg. Die Bibel ist einfach weg. Huch. Alter. Entschuldigung, ich hing gerade fest. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin, was müssen wir jetzt machen? Lobby, Lobby, in die Labs müssen wir doch eigentlich. Lab B, C, D. Wenn wir Wissenschaftler suchen sollen, dann verstecken die sich doch bestimmt irgendwo in den Labs. Mist. Und da müssen wir jetzt hin. Und ich vermute mal, die alte Brustkralle werden wir wahrscheinlich dann auch bald wieder sehen. Bist du da? Bist du da? Gut. Und natürlich den guten alten Ladebildschirm. Wie soll es auch anders sein? Der ist ja schlimmer als F5 und F9. Mann, 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 Mann. Na komm schon, lad schneller. So. Na, der ist ein Ladebildschirm, ey. Hälfte vom Let's Play besteht immer nur aus Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das schäme ich mich schon ein bisschen. So, weiter geht's. Oh. Nein, geh weg. Oh, that was close. Von wo? Okay, Cupcake. Playtime's over. War's das? Jo, ich glaube, das war's. Wieso suchen die so aktiv nach Freeman? Das kann ja nicht daran liegen, dass wir ein paar von deren Leuten umgebracht haben. Hey. Verdammt. Irgendwas ist doch hier strange. Auch mit dem Freeman will die und so weiter. Ja, ja, kein Problem. Auch mit dem Freeman will die und so weiter. Irgendwer hat's doch hier auf Gordon abgesehen. This facility was founded by Dr. Horn, Dr. Stone, Dr. Welch and Dr. Foreman. Okay, ich gucke jetzt mal nicht auf den Karten nach, wo wir sind. Geiler Becher hätte ich auch gerne.
speichere nochmal. Hier sind die beiden Hansels lang gegangen. Habe ich beide Knarren? Nein, aber jetzt. Oh, that was awkward. So, der erste tote Wissenschaftler. Und wahrscheinlich nicht der letzte. Wie blöd ist er mit dem Schreibtisch eigentlich? Wer baut denn so einen beschissenen Schreibtisch, wo in der Mitte ein Loch ist? Der Tote, der nächste tote Wachmann. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch die ganze Abteilung im Arsch. Huch, hallo? Du willst mich doch verarschen, ey. Half-Life funktioniert nicht mehr. Ich habe gerade eine Viertelstunde gespielt und Half-Life funktioniert nicht mehr. Irgendwas ist doch da im Arsch. Das kann doch gar nicht sein. Na gut, wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme und bei der nächsten Folge gleichermaßen. Tschüss.